Warnung: Die von Horror Lost Places gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstörend wirken. Was bisher geschah: Das Team besuchte einen alten Friedhof, um dort neue Geräte zu testen. Dort kam es zu einer 1A EVP, das Flugzeug. Genau in dem Moment, als auch ein Flugzeug über dem Team flog. Ein Flugzeug? Nein. Der hat jetzt gesagt Flugzeug, ey. Ohne Scheiß. Ja. Hast du auch gehört, ne? Das Flugzeug. Das Flugzeug. Und über uns ist gerade eins. Also woher soll der da, woher soll die App wissen, dass jetzt eine... Hasste sie. Des Weiteren wurden uns verschiedene Hinweise an einem Grab offenbart, die auf eine mysteriöse Geschichte hinweisen. Das Gift, das Mädchen mit dem schwarzen Haar und fehlgeschlagen waren nur einige der Antworten. Gift. Missbrauch? Gift. War mutig. Schwarze Grabstein da hinten. Ich weiß nicht, irgendwie... Hast du ein schlechtes Gefühl? Ja. Richtig spannend wurde es dann, als die Kinect ein kleines Wesen einfing, das vor einem Grabstein saß. Das Wesen suchte Kontakt zu Clary. Da, guck mal, wie viel da auch. Ich komm nicht mehr klar. Oder da könnten zwei Köpfe sein. Eine Woche später berichtete Clary dann, dass sie die Woche über verschiedenste Erlebnisse hatte. Eine Waschmaschine, die einen Morsecode sendete. Eine Kasse, die 15 Mal piepste bei nur einem Artikel. Immer so anzupiepen. Einmal lang und dann irgendwie dreimal kurz. Aber während des Waschgangs ist sie hingegangen und hat so eine Art Morsezeichen von sich gegeben. Ich hab die schon so lange und das hatte ich auch noch nie. Ich bin zum Supermarkt gefahren. Donnerstag, weil das war die Kassiererin hat das Band gezogen. Normalerweise piepst er dann einmal, jetzt aber schon über den Scanner gezogen, das hat ungelogen 15 Mal gepiepst. Ohne dass sie irgendwas gemacht hat. Und zu guter Letzt standen die Schubladen des Schminktisches sperrweit offen. Zudem wurde im Livestream angeschnitten, dass sich wohl bereits ein Pentagramm vor dem Einzug im Keller der Wohnung befand. Unser Tapet aus so einem großen Pentagramm. Eingeritzt ins Mauerwerk. Ich habe noch ein Foto davon, aber... Hier soll ich sitzen? Eine Geisterseance ergab dann schlussendlich den Beweis. Das Mädchen hatte sich an Clarissa geheftet. Das Team hat besprochen, dass alle zurück zum Ursprung müssen. Wie es weitergeht, könnt ihr am Samstag um 18 Uhr auf dem Kanal von Horror Lost Places sehen.